Vlogs. Es gibt sie in allen möglichen Variationen und Macharten. Sie alle unterscheiden sich und doch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Um einen fesselnden, spannenden Vlog drehen zu können, braucht man das entsprechende Know-how und eine spezielle Videotechnik, worum es in diesem Video gehen soll. Am Ende wirst du nicht mehr überfordert von all dem Equipment sein, was es gibt, sondern genau wissen, was das Richtige für deine Vlogs ist. Bevor du einen Vlog drehen kannst, benötigst du neben einer entsprechenden Idee natürlich auch die Technik, um diese umzusetzen. Die wichtigsten Faktoren sind vor allem Kamera, Ton und Licht. Die Kamera. Welche Kamera sich für dich persönlich am besten eignet, hängt davon ab, welche Art von Vlog du machen möchtest. Generell solltest du bei der Wahl der passenden Kamera ein paar Sachen beachten. Erstens, die Kamera sollte nicht zu leicht sein. Vlogs werden oft aus der Hand gefilmt und es ist dementsprechend sinnvoll, eine etwas schwerere Kamera einzusetzen, da durch das Gewicht das Bild etwas ruhiger und stabiler wirken wird. Übertreiben solltest du es dabei allerdings nicht, schließlich musst du immer bedenken, dass du die Kamera noch tragen und auf dich können richten musst. Empfehlenswert sind also vor allem etwas größere Kompaktkameras und Spiegelreflex- bzw. Systemkameras. Umso kleiner sie sind, umso besser kannst du sie auch unterwegs dabei haben. Das ist vor allem bei Outdoor-Aufnahmen wichtig, während du, wenn du deine Aufnahmen vornehmlich drin in einer festen Umgebung machst, nicht allzu sehr auf die Größe oder das Gewicht der Kamera achten musst. Wenn du dich dafür interessierst, wie man speziell bessere Reise-Vlogs drehen kannst, dann guck mal bei Dennis auf seinem YouTube-Kanal vorbei, er hat ein Video dazu gemacht. Zweitens, Weitwinkel. Beim Vloggen filmst du in den meisten Fällen dich selbst, daher ist es sinnvoll, ein Weitwinkelobjektiv zu verwenden. Der externe Mikrofoneingang. Ein Input direkt an deiner Kamera für ein externes Mikrofon erspart dir im Schnitt später viel lästige Arbeit. Der Ton kann dann direkt zum Bild mit aufgezeichnet werden. Darunter leidet zwar die Qualität des Audios minimal, aber der Workflow wird um einiges einfacher. Viertens, Lichtstärke und Fokus. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen möchtest du natürlich bestmögliche Bilder bekommen. Achte daher bei der Wahl der Kamera darauf, dass diese auch in dunklen Umgebungen noch gute Bilder macht. Wenn du niemanden hast, der während der Aufnahme deiner Vlogs hinter der Kamera steht, was doch in den meisten Fällen der Fall sein wird, kommt es auch auf einen guten automatischen Fokus an, damit du keine unscharfen Bilder produzierst. Fünftens, das Klappdisplay. Wenn du dich selbst filmst, muss man am Ende auch das Bild überprüfen können. Das geht am besten mit Klappdisplays, die du zu dir klappen kannst, sodass du dich selbst während der Aufnahme siehst. Doch Vorsicht! Viele schauen dabei anfangs ins Display und nicht mehr in die Linse. Versuche das zu vermeiden, da es sonst später so wirkt, als würdest du an der Kamera und somit auch am Zuschauer vorbeischauen. Stativ. Um die Kamera besser halten zu können, benutzen viele Vlogger ein sogenanntes Gorillapod-Stativ. Dieses ist sehr flexibel und kann daher fast überall eingesetzt werden. Das Licht. Dein Bild steht und fällt mit der Qualität der Beleuchtung. Dabei hast du in den meisten Fällen zwar nur natürliches Licht, wie das der Sonne zur Verfügung, aber auch das kann dir bereits helfen. Versuche bei der Wahl des Drehortes darauf zu achten, dass es sehr hell ist und dass das Licht auf dein Gesicht scheint und nicht etwa von hinten kommt, wo es direkt in die Kamera einfallen würde. Trotzdem lassen sich auch mit Gegenlicht natürlich coole Kameraeffekte erzielen, wie zum Beispiel die Darstellung einer Silhouette. Wenn du deine Videos drinnen aufzeichnest, versuche hier möglichst viele weiche Lichter, wie zum Beispiel die von Softboxen, zu verwenden. Dadurch vermeidest du harte Schatten und Kanten, die insgesamt im Gesicht schnell auffallen würden. Günstige Softboxen für Einsteiger habe ich dir natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Steht deine Kamera in einem festen Setup, sind auch Ringlichter eine schöne Wahl, um ein möglichst weiches Licht zu bekommen. Ein Bild wird übrigens auch durch Licht interessanter, was du vor der Kamera platzierst. Das kann schöne Akzente setzen. Ton. Bild top, Beleuchtung ebenfalls, was aber, wenn der Ton mitten im Video zu rauschen beginnt? Genau, die Zuschauer schalten weg. Daher achte bei der Aufzeichnung des Tons darauf, dass keine lauten Störgeräusche in der Umgebung sind und nutze ein externes Mikrofon. Hier sind für einen Vlog Richtmikrofone am sinnvollsten, welche du direkt auf die Kamera montieren kannst. Für Situationen im Studio kannst du diese Mikrofone auch auf ein Stativ schrauben oder ein Lavalier- bzw. Ansteckmikrofon verwenden, welches besonders klaren Ton ermöglicht.
Wenn du dein Mikrofon direkt auf die Kamera montiert hast, sollte es durch eine sogenannte Spinne gefedert gelagert sein, um Geräusche durch die Bewegung der Kamera zu vermeiden. Falls du mit deinem Handy filmen solltest, welches oft über eine nicht so gute Audioaufnahme verfügt, empfiehlt sich zusätzlich ein Lavaliermikrofon oder ein externes Audioaufnahmegerät zu verwenden. Durch nachträgliches Bearbeiten kannst du noch viel aus deinem Ton herausholen. Allerdings ist es immer der einfachere Weg, direkt bei der Aufzeichnung auf ein klares Audio zu achten. Der Schnitt. Nach der Aufnahme ist vor der Postproduktion, also dem Schnitt und der Bearbeitung. Diese hängt wieder sehr davon ab, wie genau du die Geschichte in deinem Vlog erzählen möchtest. Manchmal wechseln B-Roll-Aufnahmen, so nennt man die Zwischenbilder zwischen den gesprochenen Sequenzen, und Aufnahmen, in denen du zur Kamera sprichst, einander ab. Ein cooler Effekt kann auch sein, wenn du Bilder zeigst, während du im Off noch weiter sprichst. Das gibt deinem Vlog Dynamik. Welches Schnittprogramm das richtige für dich ist, erfährst du jetzt in dem verlinkten Vergleichsvideo zu den besten Schnittprogrammen für Einsteiger. Abonniere Tutorial Center für weitere kompakte Tutorials zur Videoproduktion und Technik. Lasst uns auch gerne Feedback in den Kommentaren da, ob euch das neue Format mit Dennis und Nico gefällt.